Nach Thailand auswandern, ohne eine Aufenthaltsgenehmigung für Thailand zu haben, finde ich persönlich fahrlässig und gefährlich. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, warum ich mit vielen Auswanderern nicht einverstanden bin, beziehungsweise das hochgefährlich finde, was zurzeit sehr viele machen. Hallo Leute, das ist Mario aus dem wunderschönen Thailand. Ja, das wunderschöne Thailand, das zieht jedes Jahr viele Auswanderer an. Auch dieses Jahr wieder. Und man merkt halt auch wie die letzten Jahre, dass aus Unzufriedenheit der eine oder andere halt relativ schnell auch Europa verlassen möchte und dann halt in Thailand sein Glück finden hoffentlich und vielleicht eben auch hier eine neue Existenz aufbauen. Ja, und die meisten kommen auch mit Erspartem, mit ziemlich hohen Beträgen teilweise auch, was ihnen auch ermöglicht, vielleicht in Thailand eine Immobilie zu kaufen oder mal ein paar Jahre hier zu leben, um auch herauszufinden, ob Thailand die Destination ist, wo man dann auch bleiben möchte. Nur ein Problem, was viele haben, sie haben noch kein entsprechendes Visum für Thailand. In Thailand ist es ja so, dass man für die Einreise ein Visum benötigt und wenn man dann in Thailand ist mit einem entsprechenden Non-Immigrant-Visum, und die gefällt es gerade im Hintergrund, die genießt sie hier auch in Thailand. Ja, was ich sagen wollte ist, wenn man dann halt mit einem entsprechenden Non-Immigrant-Visum einreist, dann hat man in Thailand die Möglichkeit, eine Extension of Stay zu beantragen, beziehungsweise die Verlängerung des Visa. Und diese Extension of Stay ist dann auch immer ein weiteres Jahr gültig und kann jedes Jahr in Thailand erneuert werden. Und das ist eigentlich das Ziel, was man anstreben sollte, die Extension of Stay in Thailand, wenn man beabsichtigt, in Thailand zu leben. Für die Extension of Stay müssen auch finanzielle Anforderungen erfüllt werden. Die können von Immigration zu Immigration unterschiedlich sein. Und die meisten, die auswandern, wissen das auch, dass sie für Thailand eine Extension of Stay brauchen, beziehungsweise ihr Visum so verlängern können. Aber nichtsdestotrotz stelle ich sehr häufig fest, dass die Leute aus Euphorie halt schon nach Thailand reisen und während der Zeit, wo ein Visum gültig ist, zum Beispiel 90 Tage oder auch schon vorgängig als Touristen einreisen und dann hier Immobilien erwerben, dass die dann halt ohne eine Aufenthaltsgenehmigung zu haben oder viele auch ohne, dass sie sich überhaupt für eine qualifizieren. Ein Beispiel sind zum Beispiel junge Leute, die noch keine 50 Jahre alt sind, die mit einem Touristenvisum einreisen, mehrmals pro Jahr und dann hier vielleicht auch eine Wohnung kaufen, aber gar nicht die Möglichkeit haben, ein Langzeitvisum zu beantragen oder an ein Langzeitvisum zu kommen. Sei es, weil sie die Altersvorgaben noch nicht erfüllen, also 50 plus, oder dass sie zu wenig Geld haben, um halt ein Elite-Visum oder neu heißt es ja Thailand Privilege Visum zu kaufen oder jetzt neu auch beim DTV Destination Thailand Visum, was vor allem für Leute vorgesehen ist, die in Thailand arbeiten wollen, aber vom Ausland aus, die eine Firma haben oder auch als digitaler Nomade hier arbeiten möchten, aber auch da qualifizieren sich natürlich nicht alle Leute dafür. Und dementsprechend gibt es hier noch sehr, sehr viele, die halt eine andere Möglichkeit suchen. Und von einer Sache rate ich ab. Und das ist leider das, was genau die Personengruppen zurzeit machen, die für kein Visum in Frage kommen. Und zwar ist das mit einem Touristenvisum oder mit der visafreien Einreise versuchen, in Thailand zu leben. Das ist was, was man machen kann für ein Sabbatical oder mal für so eine Auszeit. Aber es kann nicht euer Ernst sein, mit einem Touristenvisum tatsächlich in Europa die Zelte abzubrechen und dann in Thailand versuchen, ein Leben aufzubauen bzw. eine neue Existenz, wenn man so will. Das kann nur zum Scheitern verurteilt sein, weil erstens darfst du nicht arbeiten in Thailand mit einem Touristenvisum, zweitens haben die finanziellen Möglichkeiten nicht und drittens investieren sie bereits schon in Thailand, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie sie bleiben sollen. Und das führt dann oft auch dazu, dass die Leute irgendwann gezwungen sind, meistens aus finanziellen Problemen oder weil sie eben kein Visum mehr bekommen, dass sie dann das Land verlassen müssen und die Immobilien leer stehen und dann weitere Probleme auf sie zukommen.
Das Ganze gibt es aber auch bei den Rentnern. Es gibt auch Rentner, die die Anforderungen vielleicht heute erfüllen, die eine knappe Rente haben und ein Non-Immigrant OÜ50 bekommen oder auch Bankguthaben haben, aber auch das schon relativ knapp bemessen ist. Und wenn dann mal die Inflation wieder zuschlägt oder eine Geldabwertung, wenn dann das Geld wieder weniger wert wird, dann reichen dann die Beträge vielleicht auch nicht mehr aus und dann hat man dann auch keine Möglichkeit mehr hier zu bleiben. Deshalb sage ich immer, einen Immobilienerwerb oder auch größere Investitionen in Thailand sollten auch an Guthaben geknüpft sein. Also man sollte schon etwas Geld auf der Seite haben oder eine gute Rente haben, bevor man in Thailand investiert, sodass man auch genügend Luft hat, dass eben genau solche Szenarien einen nicht aus dem Markt spülen. Und eine Sache auch noch, die mir am Herzen liegt, und das sind die Gänge zur Immigration. Meiner Meinung nach hat sich zwar das Ganze in den letzten Jahren etwas verbessert, das wurde auch viel einfacher jetzt, Dinge zu erledigen, wenn man zur Immigration muss. Vieles kann man ja auch online machen, aber für eine Extension of Stay muss man ja nach wie vor zur Immigration und je nachdem, was man für eine beantragt, auf Basis von mit einem Thai-Staatsbürger verheiratet oder als Rentner etc., benötigt man ja auch diverse Dokumente, die eingereicht werden müssen. Und es ist auch heute noch das Gesprächsthema vielerorts in Thailand, dass halt viele Leute genervt sind von dem Prozedere, das durchlaufen werden muss. Ist natürlich von Immigration zu Immigration sehr unterschiedlich, aber bei denen, wo die Immigration relativ hart ist, streng ist, dort ist schon für den einen oder anderen eine große Belastung und nicht selten, Leute, nicht selten gibt es auch Auswanderer, die zwar erst seit kurzem irgendwo in einem Dorf leben, dort auch eine Immobilie vielleicht gekauft haben oder auch was gemietet haben über einen längeren Zeitraum, also Jahresmietverträge unterzeichnet. Und dann merken sie, dass sie einfach bei der Immigration nicht zugange kommen, also dass dort vielleicht die Freundlichkeit nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht hat man auch schon zu Beginn Probleme gleich mit den Beamten dort, wenn man sich etwas aufmüpfig aufführt oder halt auch ein bisschen temperamentvoll ist. Das wird ja hier nicht gerne gesehen. Und das führt natürlich auch immer mal wieder dazu, dass die Leute dann sagen, hey, das passt mir hier überhaupt nicht, ich komme mit den Immigration-Beamten da gar nicht klar. Ich denke an einen Umzug oder an einen Wechsel und das sind halt alles so Dinge. Ich könnte jetzt hier noch viele, viele weitere Punkte aufzählen, was einem hier noch den Tag versauen könnte. Und deshalb sage ich nach wie vor, und das finde ich eine wichtige Botschaft für alle Auswanderer, dass man zuerst den Ort aussucht, wo man hin möchte und dann die Visa-Geschichte als erstes erledigt. Also dass man dort wirklich zuerst die Extension of Stay beantragt und erst wenn man die hat, wenn man dann eine Einjahres-Extension of Stay in der Tasche hat und weiß, jetzt kann ich bleiben, jetzt habe ich die Niederlassungsgeschichte erfolgreich gemeistert, abgehakt, erst dann würde ich beginnen mit investieren, mit irgendwas kaufen. Aber in der Realität ist es genau umgekehrt. Zuerst kaufen die Leute was und im Nachhinein kümmern sie sich dann um die Aufenthaltsgenehmigung. Ja, das wollte ich einfach wieder einmal mitteilen oder auch vielleicht den einen oder anderen darauf aufmerksam machen. Viele vergessen es halt auch oder die vergessen auch, dass es teilweise sehr kompliziert sein kann hier mit der Aufenthaltsgenehmigung. Und deshalb mal wieder ein Erinnerungsvideo, nachdem ich vor allem die letzten Wochen wieder mit einigen Expats gesprochen habe, die eben da bei der Extension of Stay wieder massive Probleme hatten. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und schöne Grüße aus dem wunderschönen Thailand.